Ja, meine Freunde, seit sehr langer Zeit melde ich mich mal wieder. Ich hatte viel zu tun, habe gearbeitet, für die Uni gelernt und so weiter. Und jetzt habe ich endlich mal freie Zeit. Naja, was heißt freie Zeit? Es geht auf Exkursion von der Uni aus, von Geografie, in die Alpen. Wir gucken uns von den Nord- bis zu den Südalpen alles an, kriegen einen groben Abriss, sollen wir dessen uns ja damit ein bisschen beschäftigen und so ein kleines Kunstprojekt ausarbeiten. Ich werde euch einfach mal mitnehmen. Ich weiß nicht, wie gut das wird. Klar, es sind viele andere Leute dabei, die vielleicht auch mal nicht drauf sein sollen. Vielleicht ist der Start mal ein bisschen ruckelig. Vielleicht mache ich mal am Ende des Tages keine Abmoderation. Ich weiß es nicht. Es werden einfach mal ein paar Erinnerungsvideos, vielleicht auch so eine kleine Dokumentation der Reise. Ich nehme euch mit nach Europa, in die Alpen, in ein richtig cooles Gebiet. Ich hoffe, ihr habt einfach auch viel Spaß dabei. Und es wird, denke ich, ein cooles Erinnerungsvideo. Und noch einen kleinen Dank direkt im Voraus, und zwar an meine Eltern, die mir diese Exkursionen hier finanzieren. Vielen, vielen Dank dafür. Es wird bestimmt eine richtig coole Zeit, auch ein richtig cooler Studienabschluss generell. Vielen Dank, dass ihr im Studium einfach hinter mir standet, mich unterstützt habt. Und ja, hiermit ein kleines Dankeschön auch für euch. Zudem habe ich einen kleinen neuen Helfer mit dabei. Ich habe mir eine GoPro Hero 4 Silver gekauft. Und die werde ich auch einfach mal ausprobieren. Also ich werde ein bisschen was experimentieren, vielleicht auch mal einen ganzen Tag hier mit nur filmen, dann im Wechsel mal wieder nur mit der Kamera. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Eine kleine Tour mit der Uni durch die Alpen. Viel Spaß! Es macht wie ein Flieger hier. Wo fliegen die Schüler? Und der Pilot hat auch extra sein Sonntagshemd angezogen. Und jetzt geht's ab nach Man merkt es gar nicht. So schön. Es war so. Die Amerikaner kamen 45 nach Bayern und dachten, es sei schön. Und dann kamen sie nach Berchtesgaden. Mittlerweile regnet es. So ein Scheißwetter. Und das, obwohl wir in den Süden fahren, was ist da los? Hier ist das Atelier. Gekünstelt, was da Zeug hält. Ich nenne sie Spätsommer. Die Bilder werden dann 2324 publiziert und werden als graue Reihe sehr, sehr hoch gehandelt und auf Auktionen dann hochdotierten Preisen Dubai versteigert, was dann am Nordpol liegt, weil die Erde sich ein bisschen gedreht hat. Haben die ziemliche Frostprobleme. Aber da das Öl da ja nie ausgehen wird, könnt ihr auch mal gut heizen. So viel zur Zukunft. Die ersten Berge, yeah! So, wir sind angekommen im wunderschönen Berchtesgaden. Aber leider regnet es. Naja, mal gucken. Unser Dozent und alle sind noch nicht da. Schauen, ob wir schon auf das Zimmer dürfen. Hauptsache Fahrt rumgekriegt. Mensch, Stefan, ein riesen Tischkicker. Nicht schlecht, die Jugendherberge. Nicht schlecht. Wenn das Wetter jetzt auch noch so gut wäre, wäre ein bisschen besser. Aber wir haben ein cooles Zimmer, nette Jungstruppe. Entspannt. Wir reiten auf Ziegen durchs Berchtesgadener Land. Auf Metall an den Ziegen durchs Berchtesgadener Land. Wald ist noch schön. Ja, 42% Wald ist gut. Felsen wird irgendwann langweilig. Alm finde ich auch schön, aber Wasser, bestes. Guck mal, ich habe eine Drohne. Drohnenaufnahmen. Eine Riese, da hinten ist eine Riese. Ja, hier in Berchtesgaden auf jeden Fall das Haus der Berge auschecken. Ist ganz interessant, kann man sich gut informieren und dann nachher in der Natur selbst herausfinden. Ja gut, dann soll ich das auch nicht heißen. Wo meinst du? Hier ist noch ein Schrank. Ja.